Und es wurde gerade mal eine einzige Rampe removed. Juhu. Okay, die nächste Rampe wird removed. Also, und unser Brunnen steht schon mal. Du bist ein Fischer wahrscheinlich, ja. Und wie man sehen kann, keine Zwerge mehr außerhalb. Nur irgendwas, was in unserem Fortifications rum gekrebst ist. Wahrscheinlich die Eule, oder? Nein, die ist dort. Das soll eine Eule sein? Ja, okay, könnte als Eule durchgehen. Obwohl mir das eher wie ein Faultier aussah. Hey, aber die Rampen werden removed. Sehr gut. Pasture, Animal Pasture. Ja, also A ist schon mal richtig. So, Animal Pasture. Und da können auch ruhig die leeren Käfige gelagert werden. Also P. Remove. Das hier, so. Haben meine Zwerge noch viel mehr zu tun. Nämlich Käfige schleppen. Wenn sie nicht gerade damit beschäftigt sind, Steine zu schleppen. Ja, sehr schön. Und hier eigentlich den Matsch wegzubekommen, ist auch einfach. Indem wir einfach hier überall den Stein smoothen. Dadurch wird der Matsch hier entfernt. Also hier. Das könnten wir auch noch machen lassen. Also Smooth Stone. Sagen Smooth den Stone hier. Und es ist gar nicht mal alles Stein, hä? Muddy Cave Moss, Muddy Floor Fungus. Das finde ich jetzt aber komisch. Designation, Remove Designation. Also ja, eigentlich müssten wir den Matt auch wegkriegen, indem wir einfach was draufbauen. So, aber wir machen das Smooth mal weg. Und gewöhnen uns einfach beim nächsten Mal an, das Ganze sauber hinzukriegen. So, werden schon Käfige abgeholt. Ja. Werden sie. Sehr schön. Und die Arena wird auch langsam von Steinen geleert. So, es kommen ein paar Käfige. Das müssen wir hier gucken. Es werden immer mehr nackte Maulwurfshunde hier unten in den Höhlen. Sollen sie es ruhig sein. Vermisst wird zurzeit keiner mehr, sind nur ein Haufen Karpfen. Oh, Missing doch. Ein Farmer wird vermisst. Achso, der wird immer noch vermisst. Den haben wir ja schon ein Engraving gegeben. Der könnte auch nur weggewandert sein. So, die Käfige kommen auch an, hoffentlich mit den Hunden drin. Aber die müssten noch gecaged sein, ja. Sehr gut. Jetzt müssen wir halt nur noch warten, bis die Rampen weggemacht werden. Oh, da fühlt sich ein Zwerg wenigstens mal verantwortlich für und macht ein paar mehr auf einmal weg. So. Sehr schön. Ah, ein zweiter Zwerg kommt sogar noch dazu. Rampen entfernen.
So, ein nackter Maulwurfshund ist schon mal da drin. So, Rampen wegmachen, sehr schön. Und der zweite Zwerg kommt und hilft mit. Sehr gut. Was kommt jetzt? Eine menschliche Karawane. Trader. Gut. Menschliche Karawanen haben immer mal wieder Eisen dabei. Und Eisen nehmen wir doch gerne. So, Craft. Einen Haufen Craftskisten haben wir übrigens. Können wir gut was handeln dabei. Oh, ganze zwei Seiten. Okay, ich denke mal, du kannst erst einmal den Task canceln. Und wir können uns weiter um unsere Arena kümmern. Die fertig ist. Add Task pull lever. Sehr schön, die letzten Zwerge bringen schwere Käfige. Und unser Stockpile, unser Trade Depot ist voll mit Kisten. Oh, und ein Zwerg ist am Üben. Am Schießen üben, sehr schön. Dort wächst immer noch irgendein Baum im Wasser. Eine zugeschlammte Birke. Ja, sehr schön. Hier wachsen immer mehr Pilze groß. Pilze groß. So, Arena ist fertig. Brücke ist oben. Jetzt können wir über Zone erstmal hier eine Pit-Zone machen. Und hier können wir jetzt Sachen reinwerfen, wie diese beiden Maulwurfshunde. So. Jetzt warten wir, bis die Maulwurfshunde da reingeworfen worden sind. Und dann schicken wir unser Militär hin. Erstmal kurz zu unserer Dampfzone gucken. Hier nämlich Designation und den Stein hier und das alles, was hier liegt, mal wieder claimen. So. So, der erste Maulwurfshund wurde rausgeholt aus seinem Käfig. Und wird jetzt hier hingeführt. Und die Menschenkarawane tut ihre Guts entladen. So, der Maulwurfshund liegt jetzt dort. Wir können ihn uns mal angucken. Er ist auf jeden Fall schon mal betäubt. Naja, wir haben ihn aus einer etwas höheren Höhe runtergeschmissen. Und sein Kumpel auch. So, die sind jetzt beide da unten eingesperrt. Gucken wir mal nach der Karawane. Die sind noch nicht richtig angekommen, also können wir mal kurz ins Militär gucken. Wer ist gerade im Dings? Die, das zweite Squad. Also F3. Squads. B. Move. Bitte hierher. So. Jetzt hoffe ich mal, dass sie auch schön dahin laufen. Ja, tun sie auch. So, kommen unseren menschlichen Händlern entgegen. Das dürfte ulkig aussehen. Müssen sich auf der engen Brücke an den Wegen vorbeidrängeln. Ja, ein Großteil von ihnen kommt schon mal an. Ich zähle 7. 8,
achte kommt auch. Okay, aber sie, ein paar laufen schon wieder weg. Squad B, move. Auf die andere Seite bitte, weil die Nacktmaulwürfe sich dorthin verpieselt haben. Die rennen einfach vor unserem Squad weg. Also B, Killbefehl. Select in Rectangle. Place first corner, place second corner. So, die beiden bitte töten. Und passiert irgendwas? Die haben den Station-Befehl. Cancel Station. Kill. Rectangle. So, kill die beiden. Also bloß, die können da nicht runterballern. Das fände ich jetzt etwas mehr als doof. Ihr habt doch von mir einen Order gekriegt. Oder wart ihr das? Nö. Die machen nichts. Okay. Damit wissen wir schon mal, die Art von Arena funktioniert nicht so, wie sie es sollte. Also entweder müssen wir auf derselben Höhe nochmal so Fortifications machen, dass das vielleicht klappt. Also Designation. Downwards der. Hier und hier. Und direkt darunter. Der Upwards der ist U. So, hier und hier. Hier müsste es sein, so. Und dann bitte hier weg mein. Abwärts der. Dann bitte hier alles weg meinern. Ach, I can't figure it out. It was almost there. If I will do it myself, you shall be my hands. Yes, I shall be your hands. Und wir haben wieder einen besessenen Zwerg im Herbst. Und er hat einen Workshop geclaimed. Okay. Nächster Schritt, wir handeln jetzt einfach mal. Nehmen Bronzebarren, Zinnbarren mit Goldbarren. Sehr schön. Silberbarren, noch ein Goldbarren. Platinbarren, oh ja. Daraus können wir nachher dann ein Platin Trade Depot bauen. Noch ein Goldbarren, Bronzebarren. Diamanten und so brauchen wir nicht. Blocks brauchen wir auch nicht. Crystal Glass, Sandy Clay auch nicht. Nochmal eine Seite Holz nehmen wir. So. Das brauchen wir alles nicht. Nö, Metall haben wir mittlerweile ja ein bisschen was. Ein Turkey Gobbler. Ach nee, das ist ein Sack, hä? Nee, das ist ein Turkey Gobbler in einem Käfig. Den nehmen wir mit. Kupferkäfig nehmen wir gerne auch mit. Noch ein Kupferkäfig. Doe Rabbit Horse, nö. Dog auch nicht. Ein Roster nehmen wir gerne noch mit.
den Rest nicht. Buckets brauchen wir keine. Waffen brauchen wir auch nicht unbedingt. Ne, ich würde sagen, das reicht uns mal für den Augenblick. Von den Menschen. Ich will ja jetzt nur noch versuchen, meine Arena mal fertig zu bauen. Und dann sehen wir mal weiter. So, wir müssen sollten ihn ein bisschen overpayen. Ach, machen wir die Kiste hier noch leer. So, trade. Und er ist pleased. Gut. Gut, können wieder weggebracht werden. Dumm, die dumm, die dumm, die dumm, die dumm, die dumm.